Und am Weg zum Rednerpult Christian Trubitsch von der SPÖ. Aktuell wird über das Budget diskutiert. Danke, Herr für Präsident. Die Bereiche oberste Organe und Bundeskanzleramt. Des Rechnungshofes, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher am Bildschirm. Nun, wir haben die tiefste Wirtschaftskrise seit 1945. Viele sind existenzgefährdet, egal ob Arbeitnehmer, Unternehmer. Und viele wollen Wahrheit und Fairness erfahren. In diesem Budget finden Sie weder die Wahrheit noch die Fairness. Weil in der Budgetwahrheit sieht man gar nichts. Da ist nämlich alles unklar. Seit 10 Wochen gibt es eine beharrliche Realitätsverweigerung und die wird auch abgebildet. Die Fairness findet man deshalb nicht, weil genau diese Gruppen seit der Abschaffung des Epidemiegesetzes nunmehr nicht in der Lage sind, entschädigt zu werden und auch weiter existieren zu können. Und wenn man sich nun diese Fairness und diese Wahrheit anschaut und die obersten Organe betrachtet, sieht man, dass da eine krasse Diskrepanz ist. Worin liegt die? Erstens, oberste Organe Bundesgesetzgebung. Hinter mir sitzt der dritte Nationalratspräsident. Der wurde gefragt hinblicklich des Personalplanes in der Präsidentschaftskanzlei. Und dabei hat er eine Frage gestellt und es wurde ihm seitens des ersten Präsidenten gesagt, diese Frage passt nicht zum Budget. Und deshalb wurde das Einvernehmen nach § 14 Geschäftsordnung nicht hergestellt. Die zweite Nationalratspräsidentin wurde gar nicht nach dem Personalplan gefragt. Das ist nicht das Einvernehmen, das wir wollen. Dieses Einvernehmen ist im Demokratieverständnis notwendig. Und Herr Kollege Gerstler, Demokratieausbau heißt für mich nicht Demokratieeinschränkung, indem ich die beiden anderen Nationalratspräsidenten ausschließe. Ein weiterer Punkt. Präsidentschaftskanzlei, 300.000 Euro Erhöhung der Repräsentationsaufgaben. Nun, was rechtfertigt die 300.000 Euro, wenn derzeit überhaupt keine Festaktivitäten sind, wenn überhaupt durch Corona keinerlei Reisen notwendig sind? Nun, die Antwort der Bundesministerin Edtstadler war, das wird schon nach der Corona-Krise kommen. Ich hoffe nicht, dass das der Ansporn für unseren Bundespräsidenten war, nach 23 Uhr einen Lokalaugenschein vorzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass im Endeffekt der Herr Bundeskanzler, der jetzt nicht da ist, eigentlich weiß, dass er ein eigenes System aufgebaut hat. Das System heißt Kontrolle über die Kontrolle durch Kontrolle. Kontrolle zum Quotienten. Und was heißt das genau? Er hat 6,5 Millionen Euro für diesen Bereich hergestellt. Diese 6,5 Millionen Euro beinhalten 2 Kleingruppen, jeweils mit 5 Mitgliedern. Die Zahl 5 dürfte die Lieblingszahl sein. Diese 5 Mitglieder sind in der Sink Austria, wo die Frau May Pochtler, die bekannt ist, den Vorsitz hat. Und diese 5 Mitglieder sind Büroleiter, die er bezahlt. Und dieses System, das aufgebaut worden ist, geht an der parlamentarischen Kontrolle vorbei. Meiner Meinung nach haben wir die Aufgabe, darauf zu achten, dass grundsätzlich das Sparen im System erfolgt. Und momentan habe ich das Gefühl, dass wenn man das Budget betrachtet, wo mittlerweile das 4,4-fache der Repräsentationsausgaben bestehen, wo mittlerweile eine 23-prozentige Steigerung des Etats im Bundeskanzleramt sind, dass im Endeffekt das Sparen bei anderen angesagt ist. Und das Sparen im System heißt bei Herrn Bundeskanzler, sparen aber noch nicht am rechten Zeitpunkt bei mir jetzt, sondern bei den anderen. Das wollen wir nicht. Das ist purer Luxus. Und in dem Fall sage ich ganz klar, wir wollen nicht, dass an den Kleinen gespart wird. Wir wollen, dass bei den obersten Organen gespart wird und das ist im Budget nicht ersichtlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Es soll nicht bei den Kleinen gespart werden, fordert Christian Trubitsch von der SPÖ.